Fünf Wochen vor Start der 64. Bregenzer Festspiele musste sich die neu erbaute AIDA-Kulisse erstmals bewähren. Am Montagvormittag begannen die Probenarbeiten auf der Bühne am Bodensee. Pressesprecher Axel Renner zum bisherigen Probenverlauf. Wir haben heute Morgen erste Stuntproben hier erleben können und im Laufe des Tages wird der Regisseur mit den szenischen Proben hier auf der Seebühne beginnen. Es ist ein erstes Kennenlernen. Hinter mir steht eine Bühne so groß wie selten hier am Bodensee. Das heißt, erste Sicherheitsbegehungen, Kennenlernen der Künstler. Und dann wird nach und nach mit den künstlerischen Proben begonnen und das AIDA-Mosaik hier zusammengesetzt. Für die Sänger birgt die AIDA-Inszenierung einige Herausforderungen. Ausgewählte Künstler sollen nicht nur am Haken zweier Baukräne über die Bühne schweben, sondern auch im Wasser singen und spielen. Für einen Sänger ist es sehr anstrengend, unter freiem Himmel zu singen und diese großen Distanzen dieses Bühnenbildes zu begehen. Und natürlich ist das Wetter jedes Jahr eine Herausforderung. So wie heute, wenn die Sonne scheint, brauchen wir es auch im Sommer. Das aufwendige Bühnenbild bringt zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen mit sich. So müssen auch die Künstler mit der Bühne erst vertraut gemacht werden. Die Künstler müssen das Bühnenbild zunächst kennenlernen und dann kann mit den szenischen Proben begonnen werden. Mit der Buchungslage der AIDA-Vorstellungen zeigt sich Renner sehr zufrieden. Unsere AIDA ist heiß begehrt, rund 3/4 aller Tickets sind gebucht. Es gibt aber noch Karten in fast allen Kategorien zu fast allen Terminen unter bregenzerfestspiele.com. Auch die restlichen Veranstaltungen der Bregenzer Festspiele seien gut gebucht. Wir sind zufrieden mit der aktuellen Buchungslage und sind im sehr guten Schnitt der Vorjahre. Der kommende Bregenzer Festspielsommer ganz im Zeichen von Sinn und Sinnlichkeit ist begehrt beim Publikum.